Herzlich willkommen zu den Tutorials über Dolibar. Dolibar ist ein ERP-System, also Enterprise Resource Planning, und man kann da seine ganzen Unternehmensdaten schnell und einfach verwalten. Dolibar fokussiert sich auf die interne Kostenrechnung, aber mit ein paar Tricks kann man auch die Gewinn- und Verlustrechnung und die Jahresbilanz und den Jahresabschluss damit aufstellen. Die Software für Dolibar kommt aus Frankreich, sie wird ständig aktualisiert und man kann sehr viele Module kaufen, zum Beispiel um sie für OpenCart oder PrestaShop zu konfigurieren, und selber Module zu programmieren ist auch gar nicht schwer. Ich mache jetzt mal einen Schnelldurchgang, was Dolibar alles kann. Wir haben hier den Start, da haben wir auf einen Blick, was gerade los ist im Unternehmen. Dann haben wir hier die Partner, da schreibt man alle Kunden und Lieferanten rein und Leute, zu denen wir sonst Kontakt haben. Wir haben hier die Produkte und Leistungen, die wir hier erfassen, die Warenlager, auch falls wir mehrere Orte haben, Lieferungen, den Vertrieb. Dort machen wir sowohl unsere Angaben als Aufträge, als auch die Sachen von den Lieferanten, die wir bestellen müssen. Dann haben wir hier das Rechnungswesen. Dort werden die Rechnungen bearbeitet und andere Ausgaben. Wir haben die Finanzen, wo wir unsere Banken und Kassen verwalten. Hier haben wir die Möglichkeit, Projekte zu managen mit Gantt-Diagramm und allem drum und dran. Hier haben wir den Personalbereich, da kann man die Urlaubsliste führen und auch Löhne verwalten. Hier haben wir was ganz Wichtiges, Hilfsprogramme. Wir können Export machen und Import. Ressourcen, Maschinen, Zimmer, was immer wir haben, und Umfragen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Daten brauchen für die externe Buchhaltung, dann machen wir einfach hier einen Export mit den Daten, die wir brauchen. Die Mitglieder, das sind Leute, die Zugang zu unserem Dolibar haben, aber nicht angestellt sind. Dann haben wir hier die Terminplanung, die auch sehr wichtig ist, dass wir wissen, was gerade läuft, was wir machen müssen. Falls wir ein Hotel haben, tragen wir hier auch die Zimmerreservierung ein. Hier haben wir noch die Dokumentensache. Dort können wir alle Dokumente, die durch das Dolibar erstellt wurden, angucken, was da passiert ist. Dann haben wir hier das Kassenmodul. Das geht in einem anderen Fenster auf. Das Dokumentenfenster war auch in einem anderen Fenster. Das Kassenmodul, da haben wir noch die Möglichkeit, Dokumente über Falltransfer zu behandeln. Und hier habe ich noch ein externes Modul dazu installiert. Das sind über die Leads. Das ist hier in Englisch, weil ich es bei Dolistore runtergeladen habe. Ja, das sind schon die hauptsächlichsten Funktionen von Dolibar. Dolibar hat den Vorteil, dass die Sachen, die hier standardmäßig vorgegeben sind, durch weitere Attribute sehr gut angepasst werden können. Man kann zusätzliche Daten in seiner Datenbank speichern. Man kann auch vom Dolistore gratis Module runterladen und noch Module dazu kaufen, die oft gar nicht teuer sind. Ich habe auf meinem Tablet noch den Dolidroid installiert, sodass ich meine Daten von Dolibar auch immer auf meinem Tablet zur Verfügung habe. Wie gesagt, ich habe viel geguckt, was es sonst an ERP-Systemen gibt, aber ich bin letztendlich bei dem Dolibar geblieben. Erstmal, weil es sehr einfach zu bedienen ist, und zum Zweiten, weil es sehr einfach zu installieren ist. Wenn man den Softacula Software Installer hat, dann wählt man sich das Dolibar aus und installiert es einfach mit der Install-Funktion. Das ist alles sehr einfach zu bewerkstelligen. Und auch für denjenigen, der wenig Computererfahrung hat, ohne weiteres zu realisieren. Man kann es auf jedem Webserver installieren, auch auf seinem lokalen Computer, falls man den Apache installiert hat und das MSQL.
Aber wenn man sowieso schon Webspace gekauft hat für seine Homepage, dann kann man den Dolly Bar sehr gut noch dazu installieren. Das ist gar kein Aufwand. Sehr einfach zu bedienen und lernen, und das machen wir in den folgenden Videos. Vielen Dank, tschüss.